Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Diesmal fahren wir mit einem Marek 339, glaube ich, LP1 gegen die Audi R18 und die RWD P30 Fahrzeuge. 17 Runden im Brands Hatch Indy. Also auf der Indy-Strecke. Und wir haben hier auch Kessern, also EAS in diesem Fahrzeug. Also sozusagen wie in der WEC oder auch in der Formel 1. Aber Formel 1, das war ja heute das Rennen. Was sagt ihr? Hat Ferrari aufgeholt? Auf Mercedes oder... Gut, wenn man heute nach diesem Rennen geht, dann schon. Aber die haben auf jeden Fall was aufgeholt, Ferrari. Respekt. Angeblich reden die ja schon von 1,5 Sekunden haben die wohl aufgeholt. Formel 1, das Formel 1 Spiel kommt ja jetzt auch Mitte des Jahres raus, so Juni oder Juli, eins von beiden. Und das wird ja auch das erste Mal möglich sein, sozusagen im Umspiel zwei Saisons zu fahren, also 2014 und 2015. Das hatten sie ja vorher noch nicht. So, machen wir mal wieder ein bisschen leiser. Wir sind jetzt schon mal auf jeden Fall schon mal in Position, auf Position 9 hier nach vorne gekommen. Ach Gott, war mit dem Audi R18 in die Kiste. Okay, wir sind jetzt gerade erst in der zweiten Runde. Ach Gott. Verlieren wir noch eine Position. Und ich glaube direkt zwei Positionen. Ja, wir haben direkt zwei Positionen verloren. Müssen jetzt noch aufpassen, dass wir nicht eine dritte auch noch verloren. Da verlieren wir jetzt die dritte auch noch. Sind wieder auf. Wir sind jetzt auf Position 14 wieder. Da mussten wir jetzt ein bisschen warten hier, wo wir wieder aufs Gas gehen konnten. Man merkt schon, dass es hier mit ERS-Antrieb ist, also mit Elektromotoren. Wenn die voll geladen sind, dann kann man so an den Gegnern dran vorbeifliegen. Nur der lädt sich hier nicht richtig auf der Strecke. Denk mal, wenn man eine Strecke hat mit sehr viel Kurven und sehr viel Bremsen oder sehr viel harten Bremsmanövern, so wie jetzt zum Beispiel in Le Mans, da wird er mit Sicherheit das komplett aufladen. Jedes Mal hier auf der Geraden, da kriege ich richtige Schläge rein. Ich glaube ja auch, dass Brands Hatch, ich glaube auch eine der laser gescannten Strecken, glaube ich, ist, ne? Also finde ich schon richtig edel. Aber da kommen wir jetzt dran vorbei. Und in der Klasse kommt ja auch noch der Audi vom letzten Jahr. Der kommt ja auch noch rein. Der e-tron, der Audi R8,
R18 e-tron, glaube ich. Ja, genau. Audi R18 e-tron heißt der. Ach Gott. We've got some pressure from the guy behind. You'll need to brake as late as you can. You may need to cover the inside line. Mal hör auf zu jucken. Wir müssen uns konzentrieren. Good lap. That's your fastest lap so far today. Der Kehrsantrieb wird auch erst ab 120 freigeschaltet. Also ERS-System, das ist ja nicht mehr Kehrs. Ich nenne es immer noch Kehrs zwischendurch. Aber es ist ja ERS. Oh, da sind wir jetzt nochmal richtig schnell jetzt hier. Jetzt werden wir hier, vielleicht kommen wir wirklich noch an den hier vorne auch noch dran. Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder dran. Noch 10 Noch gute 9 Runden oder 10 Runden jetzt, glaube ich noch. Ja, 9 Runden. Wenn man nach der Rundenzahl geht. Use your slipstream to get close to him in the straight and try and dive up the inside for the braking. Wir kommen immer näher ran. Jetzt sind wir schon wieder auf Position 9, wo wir vorhin auch schon waren. Nein, da haben wir uns jetzt weggedreht. Nein! Es wird nicht viel passiert. Es wird nur eine Position zurückgefallen. Autolenkung ist aber schief. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Aber wie ich auch vorhin schon sagte mit der Formel 1, dass das Mitte des Jahres rauskommt, denke mal, dann werde ich auch das hier auf meinen Kanal bringen. Machen wir mal einfach mal so gute 2 Saisons komplett durch. Das wird ja immer schlimmer hier mit meinem Force Feedback. Oh, da sieht man ja richtig, wie die Autos schön springen. Über die Curbs hier. Jetzt kommen wir wieder viel besser raus hier. Aber kommt nicht da vorbei. Vielleicht können wir hier jetzt noch vorbeiziehen auf der kurzen Geraden. Okay, mate, let's see if we can get him on this lap. Try to force an error. He's under big pressure now. Come on, you can take him. Oh, God. Oh, this is not P9, keep catching up number 8.
Der ist auf Position 8. Wunderbar. So wie es aussieht, könnten wir hier sogar vielleicht sogar Regen kriegen noch. Vielleicht zieht sich auch nur der Himmel wieder zu hier. The driver in front increased the gap in 3 seconds and you're still very, very close. Keep pushing on him, keep pushing. Your lap times are a little bit inconsistent. Stay sharp. See if you can put in some strong laps now. Line them up. You can do it. Ah. Also war zwei Zehntel oder ne, Tausendstel zu langsam. Oder Hundertstel, ne, Hundertstel waren das ja. Zwei Hundertstel. Jetzt dreht sich das Heck wieder da weg. Warum können die KL da so drüber ballern und wir nicht? Das verstehe ich nicht. Ich darf auf diesen Körper nicht fahren. Die KL kann er so drüber ballern. Das verstehe ich wieder nicht. Aber wir haben keine Position verloren, nur ein bisschen Zeit. Verdammt, ey. Aber vielleicht kommt ja hier gleich noch der große Regen. Dann können wir vielleicht wirklich noch ein bisschen was mehr aufholen. Wir ziehen jetzt wieder weiter weg. Jetzt sind wir besser rausgekommen. Boah, das wird ja immer schlimmer mit den Schlägen hier, ey. Mach 5 Runden. Nach 5 Runden müssen wir uns hier verteidigen. Position 8 nach Hause zu fahren. Aber vielleicht kommen wir denen ja auch nach vorne ein bisschen näher. Was ich zwar nicht mehr glaube. Durch diesen dummen Fehler, da ärgere ich mich jetzt drüber. Ach Gott, da kommt. Zieht uns einer noch rein. Jetzt sind wir wieder auf Position 9. Jetzt sind wir wieder dran vorbei.
Komm mal zu weit raus. Das habe ich mir schon im Ansatz, im Kurvenansatz schon gedacht, dass ich da zu weit rauskomme. This guy's all over you, filling the mirrors. Time to cover the inside line and brake as late as you can. Da geht dann wieder an uns vorbei, aber können wir uns wieder zurück. Ja, wir können uns direkt wieder zurück über unten. Wunderbar, wunderbar. Komm vorbei. Ist wieder auf 15 nach. Ach, sieht das wieder schön aus hier mit der Sonne. Ah, ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier doch noch Regen kriegen. Weil, ah doch, es sieht ziemlich da hinten ziemlich bewölkt aus. Vielleicht kriegen wir ja doch hier noch ein paar Regentropfen. Ich hoffe es zwar nicht, weil wir jetzt nichts haben drauf. Dann müssen wir noch einen Boxenstopp machen und so, dann würden wir noch mehr verlieren. Wir sind jetzt auch in der vorletzten Runde. Wir haben einen ganz schön, boah, 22 Sekunden auf den Vordermann. Wir halten die hier hinter uns schön auf. Wir sind einfach zu langsam. Oh, da kommt einer zu weit raus. Einer unserer Hauptkonkurrenten bis jetzt. Letzte Runde. Die Final Lap. Try and stop this guy getting underneath you. Cover that inside line. Nein, da sind wir noch vorbei. Durch einen Fehler. Ah, da haben wir jetzt die zwei Positionen verloren. Och Mann. Schade. Aber wir können uns jetzt immer noch zurückkämpfen. Und jetzt müssen wir volles Risiko gehen. Nicht weggehen hinten. Wunderbar. Also haben wir jetzt sogar noch eine Position verloren. Oh Gott. In der letzten Runde doch noch drei Positionen verloren. Verdammt. Oh nein, jetzt fahren sie alle an uns vorbei, weil wir rausgekommen sind. Nein. Auf Position
19. Ja, gut. Das war's, Leute. Dann sag ich mal bis übermorgen. Ja. Ja, bis übermorgen. Ciao.